Hallo und herzlich willkommen hier zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void Multiplayer. Heute wieder als Protoss, okay. Ich würde sagen, wenn wir Protoss sind, im PvP sogar, da war ja der Bild letztes Mal ziemlich gut eigentlich mit dem Nexus First. Trotzdem würde ich heute gerne was anderes probieren. Und zwar möchte ich sehr früh sehr viel Schaden machen. Das ist so das Ziel. Deshalb werde ich ein 2-Gate-Adept-Opening spielen. Und schauen, ob ich damit wirklich viel Schaden machen kann, bevor ich selbst meinen Nexus setze. Das ist das, Pikante daran. Wenn er selber Nexus First spielt, ist die Frage, ob ich da so viel Schaden machen kann. Gleiches gilt auch, wenn er defensiv spielt. Also ich muss, wenn er den Nexus First gesetzt hat, dann muss ich natürlich mit meinen frühen Adepten ziemlich viele Worker rausnehmen, nämlich genau die, die er durch den frühen Nexus an Vorteil sich herausgespielt hat. So, Scout ist da. Er scoutet jetzt, ob ich einen Nexus nehme. Das kann er gleich verneinen. Na, dann müssen wir gleich mal schauen. Dackerfan haben wir geschrieben. So. Zack. Zack. Und jetzt werde ich gleich den Nexus nehmen. Ich weiß nicht, ob ich es jetzt vor den Adepten schon nehmen kann oder erst danach, den ersten. Er selbst fährt jetzt erstmal wieder raus. Okay. Ich werde jetzt gleich den Nexus nehmen. Das sollte einigermaßen passen von den Mineralien her. Es kann sein, dass ich einen kurzen Moment dann auf die Adepten warten muss. Aber ich brauche schon einen frühen Nexus. Oder einen nicht zu späten Nexus. Sonst bekomme ich nämlich ein Problem im Mid- und Endgame. So, Cybernetics Core ist durch. Das heißt, ich kann jetzt Adepten bauen. Das wollen wir dann gleich auch tun. Jetzt. Und den zweiten direkt hinterher. Ich muss gleich auch unbedingt nochmal einen Pylon bauen. Vorher nach Warp Gate. Pylon baue ich mal nach vorne. Um hier später Overcharge setzen zu können. Aber bei hinten hätte ich ihn auch bauen können. So, jetzt kommen gleich die nächsten Adepten. Zumindest einer. Dann kommt erst der Mothership Core. Die Erstgeborenen. Ich bin sowieso jetzt erstmal Supply Block gleich. Na, passt eigentlich ziemlich genau mit dem Pylon. Das ist ganz gut gewesen. So. Hier versuchen wir zu scouten, ob er hier irgendwo einen Pylon gesetzt hat. Nein. Ups. Nicht hier umdrehen. So war das nicht gedacht. So. Noch ein Pylon. Auch wenn gleich hier natürlich der Nexus fertig ist. So, und nach den 4 Adepten, die wir hier vorne haben. Jetzt kommen erstmal Stalker, denn wir brauchen natürlich auch Abwehr. Möge euch der Tod schnell ereilen. Rajul wird erneut. Gebt uns einen Ab. Wo werden wir gebraucht? Okay, Adepten gegen Adepten. Wird erneut unser sein. Die Templer rücken vor. Für den Ruhm. Vorwärts. Ich bin hier. Ich bin Schatten. So. Unser ruhmreicher Kampf hat begonnen. Ich bin hier. Dann machen wir jetzt weitere Gateways. Die Schlacht wartet. Ich bin. Was wünscht ihr? Für Select. Also, ich habe definitiv mehr Schaden gemacht als er. Wir dienen mit Stolz. Wo werden wir gebaut? So. Zumal ich jetzt ja auch hier gleich durch habe. Ups, hier sind viel zu viele drin. Hier der Waypoint noch lag. Ich brauche jetzt unbedingt eine Robo. So. Meine Stimme versagt hier die ganze Zeit schon. Vor lauter Micro. Also irgendwas muss gleich kommen. Ich habe keinen Tag bei ihm gesehen. Okay, es kommen Mars-Adepten. Ja. Hier sind keine Pylons. So. Wo ist mein Mothership Core hingefahren? Wir
So. Vier. Immortal. Ne, erstmal Observer. Das ist mir wichtiger. Dann kann ich währenddessen noch Stalker warpen. Es bringt halt auch keines Force Fields was gegen diese Adepten, denn die Adepten können ja durch Force Fields hindurchgehen. Ich würde jetzt gerne hier eine Colossus Bay bauen. Also eine Robotics Bay, so heißt sie. Schnell noch einen Obs rüber schicken. Und jetzt auch Fallen setzen. Also Shipcore ziehen wir hier rein. Und eine Twilight Council wäre auch ganz gut. Den Link brauche ich auch. Wir nehmen auch mal ein War Prisma. Ich wollte jetzt erst einen Mortal bauen, aber ich nehme jetzt erst doch das War Prisma. Ich muss gleich auch eine dritte nehmen. Das darf ich auch nicht verpassen. Schlecht. Ich bin das Herz der Finsternis. So, die bleiben vorne. Was ist euer Begehr? Aber man weiß Bescheid. Das ist immer schon ein bisschen was wert zumindest. Er hat ein Stargate. Das heißt, vermutlich kommen gleich auch noch Phönixe. Ich bin hier. Jetzt Follow-up. Er hat selbst keine dritte. Ich gleich schon. Ich brauche jetzt eine. Und der erste Disruptor wird gebaut. So, und jetzt muss ich mal eben schauen, dass wir hier... Zack, zack. Die Erstgeborenen werden auf Siegen. Befehlt vorerst. Psi-Netz aufgebaut. Wir fahren fort. So, er weiß jetzt Bescheid auf jeden Fall. Mein Bewusstsein ist erwacht. Zack. Eure Sonden werden abgeholt. Für die Ehre. Wünscht ihr? Sie brechen durch! Gib uns einen Auftrag. Ich lebe weiter. Wir dienen stolz. Ayur wird erneut unser sein. So. Forschung abgeschlossen. Link habe ich auch. Eigentlich stehe ich ganz gut da. Und ich würde jetzt gerne gleich pushen. Und ich habe einiges an Disruptern. Ich bin eigentlich relativ sicher gegen die Oracle. Oder gegen das Oracle. Ich habe überall eine Cannon. Was jetzt noch ganz gut wäre, wäre hier das, damit ich ein paar Arkans morphen kann. Ich denke, wenn ich die habe, werde ich loslegen. Und natürlich die Gateways. Das wäre auch nicht schlecht, wenn wir das noch durchbekämen, aber das wird haarig. Eure Sonden werden angegriffen. Okay. Ich bin hier. Ich lebe weiter. Faszinierend. Die weiteren Observer nehmen wir noch mit. Und dann geht es los. Ups, das sollte nicht passieren.
So, die Templare. Jeweils ins Gas. So, zack, zack, zack. Charge. Upgrade durchgeführt. Muss ich mal eben kurz warten, weil ich gerade nicht warpen kann. Mein Leben für Ayo. Zwei Gate ist mehr. Lasst unsere ups, 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 ups. Zu spät geblinkt. Das war nicht gut. Aber das war gut. Aber ich habe zu wenig hier. So, schnell hinterher. Zack. 9. Los, hinstellen. So, den zweiten Busch werde ich mit Charge haben. So, das sollte jetzt gleich jede Sekunde soweit sein. So, Forschung abgeschlossen. Also noch einmal reinwarpen. Disruptor. Mein Leben für Ayo. Kassar, die Templari. Kassar, die Templari. Ein bisschen zum Overcharge reinrennen. Das ist immer schlecht. So. Zack, zack. Haben hier noch welche, die übrig sind? Ja. Rüberschicken. Wir stellen. Denn wir dürfen nicht vergessen, ihr selbst meint ja auch schon. Von seiner vierten. Neuanfang. Ich verstehe. Wir sind von so. So, aber das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Jetzt muss ich aufpassen, dass hier gleich die Disruptor nicht mal hitten. Die Wiedergeburt vergangen. Ich bin. So, aber das sieht sehr, sehr gut aus. GG! Genug. Hashtag GG, schreibe ich zurück. Das Hashtag wollte ich nicht machen, also ich nehme Enter. DTs, DTs, DTs. Der Kampfesruhm wird unser sein. Habe ich noch irgendwie ein Ops irgendwo? Nein. Aber dann ziehen wir uns schnell zurück. Aber das hätte auch so geklappt. Gut. Ja. Das war's schon wieder für diese Folge. 13 Minuten 50. Das ist doch gut gelaufen. Jetzt sind wir hier schon Top-Dia. Und das auf diesem Random-Account ist ja schon ein bisschen komisch. Aber gut, ich gewinne ja auch Spiele als Terraner. Das ist ja definitiv meine schwächste Rasse, wie man auch hier sehr schön sehen kann. Aber naja, wir schauen mal einmal nochmal auf unsere Liga. 80 zu 73. Ist nicht so schlecht. Über 1000 Punkte, kein Bonuspool. Über 1100 sogar. Ein Punkt mehr hätte ich jetzt gewollt, aber naja. Gut, ich würde sagen, ich beende hier die Folge. Das war's für heute. Morgen geht's dann wieder weiter. Hier oben rechts könnt ihr auf die nächste Folge klicken. Hier unten rechts auf ein anderes Projekt von mir. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.